So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drogöchen, Popöchen. Wir sind wieder am Start und ja, wir denken gerade auch über, war das immer noch, wo wir, nein, wir haben Peter um Rat gefragt, den guten alten Peter, haben um Rat gefragt, dieser gefühlsvolle Vampirmensch, und wir sind mit seinen Antworten nicht ganz zufrieden und ja, mal gucken, was wir daraus machen einfach, ne? So. Weiter geht's, ihr Mäuse. Sahnetrufelchen. Ach ja, Peter ja immer auf Latino noch gesprochen. Wie findet ihr es eigentlich, wenn ich Peter Latino spreche? Ich finde gut, er ist ein Emo, ne? Er ist definitiv ein Emo. Aber als Latino finde ich ihn cool gesprochen, einfach irgendwie. Das sagt ja nicht, dass es keine Emo-Latinos gibt, ne? Oder? So, ich verziehe das Gesicht. Peter sieht mich wohlwollend an. Es ist irgendwie nervig. Ich habe den Eindruck, dass ich ihm und Nikolai in Bezug auf meinen inneren Seelenzustand nichts vormachen kann. Liest er etwa auch meinen Gedanken? Möglich ist es. Vampire können so etwas. Was ist eigentlich deine Gabe? Er lacht aus vollem Hals, was mich überrascht. Das ist eigentlich gar nicht seine Art. Oh, süß, Peter lacht und zwinkt uns zu. Ich hatte nicht hier vor, mich dir da anzuvertrauen. Ich glaube, es war eher der Umgekehrte. Nun, aber es müsste noch eine Interessenfrage. Ich habe Interesse an deiner Person, Peter, also kannst du mir diese Frage auch gerne beantworten. Ich verschränke die Arme vor meiner Brust und setze ein Schmollgesicht auf. Aber mein Schauspiel überzeugt Peter trotzdem nicht, mir mehr zu erzählen. Meine Bruder wirkt auf dich also sehr anziehend, ja? Jetzt geht er mir auf die Nerven. Es ist unmöglich, es jetzt noch zu leugnen. Ja, komm. Das heißt noch lange nicht, dass ich Gefühle für ihn habe. Meine Gegnung amüsiert ihn ungemein. Ich fühle mich gerade irgendwie nackt. Ich will nicht mehr über ihn sprechen. Und außerdem ist er echt... Ich meine, ich verstehe sein Verhalten einfach nicht. Ich glaube, dass sie, das gibt dir niemanden, der weiß, was in seine Nazi-Kopfe vorgeht. Er fällt schon seit Jahrzehnten einer Persönlichkeit. Nazi, gut, klar, Deutschland 45er, da kam er ja her. Wir wissen das mittlerweile ja schon. Gut, war aber doof, ja, mach ich nicht wieder. Und natürlich ist hier diese Fassade, die er permanent in der Öffentlichkeit zeigte, auch ein integraler Bestandteil von ihm. Warum ist er seit meiner Ankunft so unangenehm zu mir? Er misstraute Unbekannten, vor allem jene, die ihm zu nahe kommen. Aber das ergibt doch keinen Sinn. Ich bin doch nur das Kindermädchen. Wovor hat er da Angst? Dass ich Lorien führe? Du bist ja keine normale Kindermädchen. Du bist ja eine Magierin mit der Zauberkraft. Glaubst du etwa, das hätte er nicht sofort gemerkt? Wenn das für euch so ein großes Problem darstellt, warum hat Nikolai denn versucht, damit ich bleibe? Da steht für uns die nächste Probleme da. Nikolai ist sehr beunruhigt, dass er im Grunde ständig, ja, du weißt noch sehr wenig über deine Fähigkeiten und über unsere Beziehung zu Drogo konnte eine gefährliche Mischung geben, du verstehst. Als wäre ich auf eine Beziehung zu ihm aus, außer dass ich doch gar nichts verlangt habe. Ja, nein. Aber das ist doch nicht der Fall, wir sind doch gar nicht so weit. Aber er hatte dich hier gekusst, mit der Amore. Er hat mich auch gedemütigt und mir Angst eingejagt. Zweifelsohne, weil es für uns alle besser ist, dass du dich hier von mir fernhältst. Aber wenn er dich hier gekusst mit der Amore hat, wovon ich hier ausgehe, dann kämpft er nicht mehr nur um dich, dann kämpft er nicht nur mehr nur alleine gegen dich. Ah, er kämpft also gegen sich. Er hat Probleme, er hat einen innerlichen Konflikt. Ich verstehe langsam, worauf er hinaus will. Gegen sich selbst? Ich denke, wir verstehen das. Warum fragen wir das denn? Peter nickt vorsichtig. Immer wenn ich Zeit mit Peter verbringe, bin ich ganz ich selbst. Es kann sein, dass ich in Defensive gerate, aber er hilft mir jedes Mal wieder aus der Enge. Er wird geradezu einen unerwarteten Freund. Ich will auf einmal gerne mehr über ihn erfahren. Ich stütze mein Kinn auf meine Hand, nachdem ich mich auf sein Bett gelegt habe.
Ach, das machen wir also. Wir legen uns einfach bei fremden Leuten aufs Bett. So buchen wir das. Okay, wir machen jetzt mal Puzzle. So, damit wären wir durch und jetzt können wir direkt weiter loslegen. Ja. Warst du immer solch ein leidenschaftlicher Klavierspieler? Er ist zunächst überrascht von meiner Frage, wirkt dann aber ganz lässig, weshalb ich schmunzeln muss. Schon immer. Schon als Kinder hatte mich alles Magische angezogen, das Krach machte. Und jetzt kriegen wir eine Benachrichtigung. Ich habe aus allen möglichen Dingen meine ganzen eigenen Instrumente gebaut und damit einen Höllenlärm veranstaltet. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe davon geträumt, rein internationale Musiker zu werden. Och, das geht. Wie heißt der Film? Doch, Königin der Verdammten. Wenn man den Film kennt, dann weiß man ganz genau, als Vampir geht auch das. Oh, der Film war sehr, sehr stark. Kennt ihr den Film, liebe Kinderchen da draußen? Königin der Verdammten mit Aaliyah, der musste von ihrem Bruder damals zu Ende gedreht werden, weil sie während der Dreharbeiten gestorben ist. Also jetzt nicht daran, dass sie ist nach den Dreharbeiten von dem Musikvideo gestorben. Aber der Film war noch nicht fertig. So, und darum geht es auch um einen Vampir, der in seinen Musikstücken einfach, sag schnell, sich selber enttarnt als Vampir quasi. Und den anderen Vampiren gefällt es nicht und so gibt es einen Vampirkrieg. Er frisst auch gerne mal ein paar Groupies auf. So, ein Hauch von Melanchonie umschwirrt ihn auf einmal. Ich fühle mich schuldig. Ich versuche, die Atmosphäre aufzulockern. Du hast ja noch ein paar Jahrhunderte vor dir, um das umzusetzen. Das ist eine schöne Art, die Zukunft zu sehen. Ich schweige einen Moment lang und bin mir nicht sicher, ob ich mit ihm weiter darüber reden sollte. Ach, guck mal, das jetzt macht er auch ein ganz trauriges Gesicht, ne? Ist es deshalb, stimmt's? Ah, das war's, meine lieben Kinderchen. Also, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, Königin der Verdammten, guckt euch den unbedingt an, denn ihr steht offensichtlich auf Vampire und auf Liebesgeschichten mit Vampire und Vampire ohne Vampire machen mit Vampire und machen gute Musik dabei. So, guckt euch da an, Königin der Verdammten. Bis zum nächsten Mal und